Okay, schauen wir uns mal folgende Situation an. Wir haben zwei Gruppen, G1 mit irgendeiner Operation und G2 mit irgendeiner Operation und die sind isomorph, das heißt strukturgleich. Ja, jetzt, was bedeutet Isomorphie? Es gibt eine Abbildung Phi von G1 nach G2, die bijektiv ist und die folgende Bedingung erfüllt. Phi von A verknüpft mit B in der einen Gruppe ist gleich Phi von A verknüpft mit Phi von B in der anderen Gruppe. Das heißt, es ist erst egal, ob ich zwei Elemente erst in der Gruppe G1 verknüpfe und dann abbilde oder ob ich die beiden Elemente erstmal separat abbilde nach G2 und dann verknüpfe. So, die beiden Gruppen sind isomorph, das heißt, es gibt so eine Funktion Phi, die diese Bedingung erfüllt. Und sie ist bijektiv, habe ich jetzt nicht hingeschrieben. Okay, außerdem wissen wir, in jeder Gruppe gibt es genau ein Neutralelement, nämlich in G1, da soll das Neutralelement mal E1 heißen und in G2 soll das Neutralelement E2 heißen. Okay, jetzt sage ich, was wir zeigen wollen. Wir wollen folgende Aussage beweisen. Das Bild von E1 ist gleich E2. Das heißt, allgemein gesprochen, bei einem Isomorphismus ist das Bild des einen neutralen Elements immer das andere neutrale Element. Also neutrale Elemente werden aufeinander abgebildet mit dem Isomorphismus. Okay, das beweisen wir jetzt mal. Und wie können wir das beweisen? Also, wir müssen ja irgendwie eine Gleichung hinbekommen, in der wir zeigen können oder in der steht, so etwas in dieser Art, ich schreibe mal hier das nebenhin. Wir wollen ja zeigen, dass Phi von E1 ein Neutralelement ist. Ne? Wir müssten also irgendwas generieren, in dem folgendes steht. Phi von E1 verknüpft mit irgendeinem Element X aus G2 ist gleich X. Dann wäre Phi von E1 das Neutralelement in der zweiten Gruppe. Und das Ganze auch noch umgedreht, also links ran verknüpft und rechts ran verknüpft. Okay. Wir müssen also irgendwie eine Gleichung hinkriegen, in der die diese Struktur hat. Und jetzt könnte man sich fragen, was könnte denn da das x sein? Und vielleicht wäre es sinnvoll, auch hier mal ein Element zu nehmen aus G1 und es mit Phi abzubilden. Also Phi von A zum Beispiel. Ja? Und unser x wäre das Phi von A, das abgebildete Element aus G1 in G2. Und dann wäre ja schön, wenn wir irgendwie so da stehen hätten, Phi von E1 verknüpft mit Phi von A ist gleich Phi von A. So. Das wissen wir noch nicht. Ne? Das ist zu zeigen. Also diese Gleichung wollen wir zeigen. Jetzt gucken wir mal, ob wir uns von dem Ziel irgendwie ein bisschen rückwärts arbeiten können. Phi von E1 verknüpft mit Phi von A. Da wissen wir ja, das ist Phi von E1 verknüpft mit A in der ersten Gruppe. Das ist ja gerade die Bedingung für einen Isomorphismus. Da haben wir diese Gleichung hier oben verwendet. Guck nochmal hier hin. Ne? Phi von E1 verknüpft mit A ist gleich Phi von E1 verknüpft in einer anderen Gruppe mit Phi von A. Ja, und jetzt wissen wir doch, hier links, schaut mal, hier links steht doch Phi von E1 verknüpft mit A. E1 verknüpft mit A ist doch A. Ah, und das wollten wir doch zeigen. Wir wollten doch zeigen, dass das hier gleich Phi von A ist. Also, wenn wir es jetzt nochmal sauber aufschreiben, wäre die Argumentation die folgende.
Also ich fange nochmal von links an sozusagen. Wir haben uns jetzt von hinten rückwärts gearbeitet, weil wir irgendwie eine Idee kriegen wollten, wie die Beweisstruktur aussehen könnte. Und jetzt sehen wir es, und zwar Phi von A, na, ich bilde ab, das ist das gleiche wie Phi von E1 verknüpft mit A, weil E1 ein Neutralelement ist. Weil Phi ein Isomorphismus ist, steht dann, können wir das Ganze auch hier aufdröseln in Phi von E1 mal Phi von A oder verknüpft mit Phi von A einer anderen Gruppe. Und jetzt sieht man doch daran und daran, dass Phi von E1 das Neutralelement ist. Weil verknüpft ein Phi von A, ergibt es Phi von A. Links ran verknüpft. Ne? Wir müssen das Ganze natürlich auch noch für rechts dran verknüpft zeigen, aber das ist ja dasselbe in grün. Ne? Also Phi von A ist dasselbe wie Phi von A verknüpft mit E1, weil E1 ein Neutralelement in G1 ist. Und jetzt können wir Isomorphismus Gleichung da oben anwenden. Dann kommt Phi von A verknüpft mit Phi von E1 raus. Und jetzt sieht man auch hier ran, okay, Phi von E1 ist das Neutralelement. Sehr schön. Also jetzt haben wir gezeigt, wenn zwei Gruppen isomorph sind, dann wird immer das Neutralelement der einen Gruppe mit dem Isomorphismus auf das Neutralelement der anderen Gruppe abgebildet.